Ich freue mich jetzt sehr, Ihnen einen frisch gestärkten Josef Hägler anzukündigen. Ich habe ihn kennengelernt als Mann aus der Praxis, der die Nährstoffverhältnisse im Boden beachtet und der eine schonende Bodenbearbeitung sehr beeindruckend beherrscht. Er beschäftigt sich umfassend mit einer speziellen Art der Düngung und Kompostierung. Mit seiner Begeisterung und mit seinem Fachwissen für den Aufbau gesunder Böden hält er Fachvorträge, die Landwirte aus ganz Deutschland zu ihm auf den Hof führen und im Weiteren dann auch sehr bald auf seine Felder. Er engagiert sich bei uns in der Interessensgemeinschaft Gesunder Boden als Gründungsmitglied und auch, genauso wie die Frau Bauer, als Fachbeirat, und das schätzen wir beide sehr. Wir hören ihn jetzt zum Thema Düngung und Bodenbearbeitung beeinflussen den Humusaufbau, und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Bitte, Sepp Hägler. Also, grüß Gott miteinander. Ich freue mich, dass ich zu euch heute sprechen kann, dass ich mal ein bisschen was anderes aus der Praxis bringen kann, das, was ihr gewohnt seid. Es sind auch viele Gesichter da, die ich kenne, die vielleicht den einen oder anderen Aspekt dann, was ich da bringe, vielleicht bestätigen können. Aber es ist ein bisschen was, ja, anderes, als was wir machen. Was ich mache, also wir haben auf unserem Betrieb Milchkühe, die ich mit einer reinen Heufütterung füttere, also Trocknungsheu. Wir setzen kein Zukaufskraftfutter ein und auch kein Mineralstoff. Die Nährstoffe haben wir eigentlich nach der Untersuchung in unseren Heu drin, die sind wesentlich höher. Ich führe jetzt einmal zurück auf meine andere Art der Bodenbearbeitung und Düngung. Das sind praktische Erfahrungen, also nur praktische Erfahrungen, die ich aus der Kinsey-Düngung beziehungsweise auch den Herrn Kinsey schon dreimal gehört habe, auf Vorträgen, dann die Bodenbearbeitung, kombiniert in dem System drin mit dem NC-Kompost nach Witte. Also als erstes Ziel ist, die Pflanzen und die Tiergesundheit zu verbessern, und da ist der Boden der Schlüssel zum Erfolg, und dann habe ich verschiedene Einflüsse auf den Boden. Und das versuche ich da jetzt praktisch, was mir jetzt ein großes Anliegen ist, zu beachten. Also keine Nährstoffunter- und Überversorgung. Eigentlich der Schwerpunkt ist, Überversorgung zu reduzieren, dass das in einem gewissen Maß liegt. Also ich sage, mehr Schaden richten wir an mit der Überversorgung als mit der Unterversorgung. Dann keine Fäulnis in den Boden, also der Mist wird zu MC-Kompost verarbeitet und die Gülle wird auch aufbereitet, einmal mit einem Produkt in der Fütterung drin. Da war ich mal 5 Jahre Versuchsbetrieb von der Lufa Augustenberg vom Herrn Dr. Mogri. Das ist eigentlich der Ursprung gewesen, dass ich mich mit dem Boden beschäftigt habe, weil ich bin ein Quereinsteiger. Ich war 20 Jahre in der Glasbranche tätig, habe nebenbei den Hof mitgemacht von meinem Vater, weil mein Vater gesagt hat, da lernst du erst einen anderen Beruf. Die haben eigentlich Landwirtschaft gar nicht lernen lassen, und das muss ich sagen, das ist kein Vorteil, kein Nachteil in dem Sinn, dass man jetzt einen anderen Beruf gelernt hat. Man ist, ich kann das, wenn jetzt irgendwas Fremdes kommt, vielleicht ein bisschen eher verarbeiten, als wenn einer, der 6 Jahre in die Schule gegangen ist und das gehört hat und das jetzt eine ganz widersprüchliche Sache ist, was ich machen darf.
Dann, was mir ganz, ganz wichtig ist, keine grünen Pflanzen in den Boden einarbeiten. Das ist eigentlich einer meiner größten Schwerpunkte, da ich auch eine spezielle Bearbeitung habe, dass die Pflanzen auch absterben. Dann keine wendende Bodenbearbeitung, Bakterien im Boden erhalten. Also das mit dem Erhalten heißt von mir, die oberen bleiben oben, die unteren bleiben unten. Also auf keinen Fall den Boden umdrehen und dann die Bodenbakterien, die über Licht wollen und Sauerstoff wollen, nach unten bringen und die anderen nach oben bringen. Dann die Stickstoffverluste so gering wie möglich halten. Das ergibt sich aus bestimmten Sachen. Dann eine hohe Wasseraufnahme und keine Erosion. Die hohe Wasseraufnahme und die keine Erosion, das müssen eigentlich Wissenschaftler von mir am Betrieb erkunden. Jeder, der kommt, ist da beeindruckt. Ich kann es auch nicht begründen, das ist halt so. Dann eine hohe Bodenfruchtbarkeit durch die Bearbeitung, also durch die Bodenbearbeitung schon und durch die Biologie erreichen. Also die, die es nicht kennen, so schaut eine Kinseyprobe aus. Es ist halt wesentlich mehr untersucht auf der Ding. Es geht einmal um die totale Kationenaustauschkapazität, geht um das Calcium-Magnesium-Verhältnis, geht um den pH-Wert. Dann sind die ganzen Elemente mit droben, aber da gehe ich mal nochmal speziell drauf ein. Also der Unterschied der Standardbodenprobe und der Kinseyprobe möchte ich ganz kurz erläutern. Dann die totale Kationenaustauschkapazität, den pH-Wert der Bodenprobe, den Humusgehalt in Prozent und das gewünschte Calcium-Magnesium-Verhältnis. Also der pH-Wert Phosphor, Kali in der Standardbodenprobe, das reicht eigentlich, also mir nicht ausgereicht, um an die Probleme, die wir haben oder was ich gehabt habe, ranzukommen. Mir sind ganz, ganz wichtig, sind die Elemente wie Schwefel, Bor, Magnesium, Natrium, Zink und so weiter, die ja auf der Bodenprobe im Kinsey alle untersucht sind. Was ich mit vielen Bodenproben schon herausgefunden habe, dass der pH-Wert vom Magnesium viel stärker beeinflusst wird als vom Calcium. Ich mache ja viele Bodenproben auch oder kenne sie viele Bodenproben, weil ich die selber auf Amerika schicke. Es sind viele dabei, die haben sehr hohe pH-Werte und Calcium ist im Mangel. Das ist aber auch die Ursache, dass sie extrem hohe Magnesiumwerte haben und dadurch auch der pH-Wert nach oben gehalten wird. Dann der pH-Wert bei der Kinseybodenprobe, das ist das, was man wissen muss, der wird in Wasser-pH-Wert angeben, nicht in Säure-pH-Wert. Und der liegt je nachdem, welcher Boden, in was für ein Zustand das er ist, der Wasser-pH-Wert zwischen 0,5 und 1,0 Punkte höher als der Säure-pH-Wert. Also das muss man wissen, dass man jetzt seine eigene Bodenproben, die wir nach Säure-pH-Wert messen, die kann ich mit dem pH-Wert gar nicht vergleichen. Dann, wenn ich alle Elemente in der Probe, also Kali, Natrium, Magnesium und Calcium in einem gewissen Lot habe, dann stellt sich ungefähr der pH-Wert auf zwischen 6,2 und 6,5 oder 6,6 automatisch eigentlich ein, weil das ist eigentlich nur ein Problem, wo die Nährstoffe, die aus dem Lot sind, zu wenig oder zu viel. Warum jetzt die Kationenaustauschkapazität im Vergleich? Ich habe auch das in meiner Standardbodenprobe gesehen. Einmal hast du das zum Beispiel beim Kalium hast 10 oder 14 und die andere Boden, der hat auch 14. Aber wenn man das anschaut, wenn ich die Austauschkapazität, das ist ja beim Kinsey so, das ist ja eine Rechenformel, wenn ich 20 Austauschkapazität habe, brauche ich bei dem Boden zum Beispiel 6000 Calcium und habe ich bloß 10 Austauschkapazität,
brauche ich bloß 3000 Calcium. Und das ist beim Magnesium so, beim Kali so und beim Natrium so. Und deshalb ist es so wichtig für mich, dass ich die Austauschkapazität berücksichtigen darf, weil dann eigentlich ein bestimmter Wert an Kali einmal zu viel ist und einmal zu wenig ist. Und deshalb beachte ich das sehr genau drauf, auf das. Es ist auch zum Beispiel auch beim Kali mir sehr wichtig, ich schaue drauf, deshalb bin ich auch da kein Freund, einfach Kompost und nochmal Kompost oder was. Ich sage immer, man muss das untersuchen, weil ich habe die Erfahrung auch schon gemacht bei mir vor einem Kunden, dass man den Kalium dann durch das, dass der Kompost so viel Kali hat, über 10% gekommen sind mit Natrium, dann kennst du dich nicht mehr aus vor Unkraut, vor Krankheiten. Und das ist einfach das, das muss alles ein gewisses Maß haben. Ich sage jetzt nicht, dass das Kompost schlecht ist oder was, aber man muss eine bestimmte Menge ist gut und die Menge zu viel, wenn man gibt, kann schon total negativ sein. Und das ist das, was ich extremst beachten darf. Also wirklich extremst beachten darf, weil ich wirklich aufschaue. Und da sagt man halt aus der Kinsey-Probe, die mehr raus, weil ich da ein bisschen mehr rauslesen kann, als leider, weil ich da einfach ein Zahlenverhältnis habe. Dann steht dann dort, so viel ist gefunden worden, so viel habe ich in Überschuss. Und dann muss ich halt schauen, dass ich meinen Überschuss abbauen oder bei einem Mangel in das Lot reinbringen, aus oben dünge. Dann der ideale Humusgehalt des Bodens, so schreibt der Kinsey, liegt bei 5%. Also zwischen 2 und 5% Humusgehalt kann eigentlich das doppelte Wasser gespeichert werden im Boden. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich jetzt sagen darf, bei unseren extremen Witterungen, dass ich einmal eine Trockenheit von 3, 4, 5, 6 Wochen habe, der Boden mit mehr Humus bringt eigentlich auch mehr Wasser dann noch, wenn es trocken wird, als wenn der mit 2%. Also der Humus kann Stickstoff, Phosphor, Schwefel, aber auch Bor binden und den wachsenden Pflanzen zur Verfügung stellen. Was mir aufgefallen ist, wenn einer sehr niedrige Humuswerte hat, dann hat er immer sehr niedrige Schwefelwerte, hat sehr niedrige Borwerte. Und ich setze das in den Zusammenhang, dass sich das an den Humus sich das Bor einbindet, dass sich der Schwefel einbindet, auch der Stickstoff einbindet und dadurch nicht ausgewaschen werden kann. Dadurch halte ich viel mehr Nährstoffe im Boden drin, die man praktisch nicht ausgewaschen werden kann, aber der Pflanze immer beim Wachstum zur Verfügung stellt. Der Humus weist das dreifache Nährstoffhaltevermögen auf als bei Ton. Das wissen ja alle, dass Ton in gewissem Sinn positiv ist, aber in gewissem Sinn auch sehr schwierig zum Bearbeiten und sehr schwierig zum Handeln ist. Das war ich mit dem Humus überhaupt nicht habe, also das Problem. Dann ist jetzt das Verhältnis, was ich jetzt schreibe, das gewünschte Calcium-Magnesium-Verhältnis 68-12. Zusammen sollte es 80% ergeben. Bei sandigen Böden, das kompakter werden, kann ich mehr Magnesium, verträgt mehr Magnesium. Ein Boden, ein toniger Boden, sollte ein bisschen weniger Magnesium haben, dass er lockerer wird, dass er leichter zum Bearbeiten geht. Das Magnesium ist oft das Problem, wenn der Boden, die Struktur, wenn er schwergängig ist oder schwer zum Bearbeiten ist. Aber ich sage auch, bei vielen ist auch das Kalzium schon ein Problem, weil zu viel Kalzium auch so einen ähnlichen Effekt auslösen kann. Also das heißt nicht, wenn jetzt der Boden schwer zu bearbeiten geht, dass ich Kalzium gebe, wieder Kalzium gebe und wieder Kalzium gebe, dann kann der immer schwieriger zum Bearbeiten sein und das eigentlich ein Problem machen. Also mein Ziel ist es, in der Richtung, gut, es ist, geht ja ganz genau, in der Richtung 68-12 kommen. Das passt eigentlich für meine Böden am besten. Dann stehen ja für die Düngung verschiedene Dünger zur Verfügung. Also ich kann ein Calciumcarbonat nehmen, das ist ein Calcium ohne Magnesium.
ein Dolomit, das ist Calcium mit Magnesium, oder Gips, das ist Calcium mit Schwefel. Aber das richtet sich immer nach dem, was im Boden vorkommt, was ich für einen pH-Wert habe und Ding. Es kann fatal sein, wenn ich am Boden mit 5,8 pH-Wert einen Gips dünge, dann haut es mir die ganzen Nährstoffe raus. Also das heißt nicht, wenn irgendwo hier ein Blatt drin steht, Gips düngen ist positiv, für einen ist positiv, für 100 kann es negativ sein. Also da muss ich wissen, was drin ist im Boden und nach den Werten sage ich, nehme das, nehme den, habe zum Beispiel einen Boden, der kein Magnesium drin hat oder wenig Magnesium und gehe Kalzium und Magnesium ab, dann nehme ich einen Dolomit dazu. Habe ich aber einen Boden, der schon sehr viel Magnesium drin hat, dann kann ich kein Magnesium-Kalk nur mal nachdüngen. Das wäre der Fehler hoch 3, weil man einfach dann Probleme macht. Also der Kalkbedarf, der wird nach der Kationenaustauschmethode festgestellt, wie auch die anderen Elemente. Und selbst habe ich auch schon gesehen, bei einem pH-Wert von 7, das war Ihnen euch gerade gesagt gehabt habe, kann Kalziumbedarf bestehen, weil der Boden durch das hohe Magnesium einen hohen pH-Wert hat, aber die Pflanze kein Kalzium hat. Also für mich steht Kalzium immer an erster Stelle, weil das für die Nährstoffaufnahme wichtig ist und das eigentlich dann die Nährstoffe auch in die Pflanze bringt. Ich habe zum Beispiel meine Grassilagen vom Phosphorwert 4,5 bis 4,8 Phosphor in der TS drin. Gramm Phosphor in der TS drin. Jeder Tierarzt sagt, das gibt es nicht, dass er so hoch drin ist. Das hat auch mit dem was zu tun, dass ich die Nährstoffe in die Pflanze reinbringen will. Und dann darf ich immer absichern mit dem Kalzium. Wenn ich gesät habe, da ich immer eine kleine Schicht Kalzium oben drauf geben, weil wenn ich eine Bodenprobe ziehe, sagt man ja das nicht auch, das ist eine Mischprobe von 15 cm, dass in meiner oberen Schicht genügend Kalzium ist. Das kann ja auch in der unteren Schicht drin sein. Deshalb sichere mir immer ab, dass oben, wo praktisch der Saatkorn liegt, auch genügend Kalzium drin ist. Und wenn da irgendwo Stickstoff irgendwas ausgeht, dass ich das mit Kalzium wieder verbinden kann. Also ich gehe immer an sicheren Ding mehr, dass ich eine leichte Kalziumüberversorgung habe. Ja, kein Boden, der übersäuert ist, weil der begrenzt mir ja mein Wachstum. Da ist jetzt einmal eine Folie da, das ist eigentlich der Schritt gewesen, weil ich vom Flug losgekommen bin. Und zwar folgende Situation gewesen: Wir bauen sehr viel Kleegras an für unsere Heufütterung. Ich habe mir gedacht, wenn ich Kleegras habe, dann ist der Boden, dann was Besseres gibt es nicht. Aber dann habe ich auch Probleme gekriegt, also die Erträge waren nicht so stabil, weil ich mir das gedacht habe, nach Getreide. Da haben wir auch den Kleegras, das haben wir abgeerntet, haben wir einen gleichen Nachwuchs dort gehabt, haben wir Gülle und Mist drauf gefahren und haben es einpflückt. Dann habe ich es nach einer bestimmten Zeit, also 2011, habe ich das erste Mal gemessen, waren 3,1% Humus drin. Und dann habe ich es wieder gemessen, 2014, da war nur 1,9% Humus drin. Dann haben wir mit dem Spaten reingestochen, dann hat das richtig verfault, gestunken drin. Weil da ist keine Luft nicht mehr hingekommen, da ist sofort dann Saat drauf gemacht worden und so kann man Humus abbauen. Also bin von 3,1% Humus auf 1,9% Humus runtergekommen. Und dann haben wir gedacht, da irgendwas stimmt nicht, da müssen wir was anderes machen. Dann kommen wir schon zu dem Thema, keine Fäulnis in dem Boden. Also das heißt also direkt oder indirekt. Also wenn ich jetzt ein Gras einpflüge, da Gülle drauf oder sowas, gehört mit dazu. Also die Gülle behandeln. Ich brauche wieder ein wenig Schlauch. Jetzt rast das von Ohr runter. Erstens die Gülle behandeln. Den Mist zu MC-Kompost zu verarbeiten und kein Grünmaterial in den Boden einarbeiten. Die drei Schritte möchte ich jetzt abhandeln. Also wir den einmal in der Fütterung was einsetzen
Was ich nun mache, ich da mit Wasser, mit Regenwasser, mein Heu auswaschen und mache einen Heutee, das da ich mit Melasse aufbereiten. Und den setze ich aber nur in die offenen Güllegruben. Ich meine, ich habe zwei offene Güllegruben gepachtet. Da wird das mit eingesetzt, wird in die Güllegrube unten mit reingeben. Da ist jetzt in meine Vorgrube praktisch rein. Und dann bringe ich es mit dem Fass aus in die offene Güllegrube. Ich brauche die Gülle nicht aufrühren. Ich habe nur eine ganz dünne Schwimmschicht oben. Soll man auch nicht aufrühren, weil einfach die Bakterien das zersetzen. Der Gülle, der wird wie Wasser. Und das ist eigentlich für mich das Billigste. Ich habe mein Heu, braucht da auf 800 Kubikmeter Gülle ungefähr 800 Liter Wasser, Regenwasser. Vom Blechdach ist ganz wichtig, nicht von Asbestdach oder irgendein so ein Ding, dass Schmutz drin ist. Und dann da ungefähr 35 Kilo Heu auswaschen. Das hänge mit so einem Kartoffelsack, da ich das ein, das hänge rein, 2 Stunden, wasche ab, drücke aus. Das Heu darf nicht in den Behälter drin sein, schwimmen drin, weil das Heu, wenn abgewaschen ist, das, wenn es hinschmeißt, das stinkt sofort. Das ruckzuck, weil der Schutzfilm vom Heu ist abgewaschen und dadurch ist es nicht mehr stabil. Das ist jetzt die eine Methode und das andere kommt über den Produkt Genoa, das sind Bentonite, Kräuter und solche Extrakte über die Fütterung praktisch raus. Da war ich 5 Jahre Versuchsbetrieb und das hat sich schon herausgestellt, dass da mehr Gülle, also mehr Stickstoff in der Gülle drin ist, weil der Ammoniakausdunstung weniger ist. Ich muss aber sagen, seitdem, dass wir Heu füttern, denn, da könnt ihr jetzt so reingehen und könnt da reingehen, dann wisst ihr nicht, dass ich im Stall drin gewesen bin, weil das einfach ein ganz anderes Stallklima ist, wie jetzt so. Dann haben wir den zweiten, das ist der MC-Kompost. Ja, da gibt es ja immer wieder so hin und her. Also Mist, dann kriege ich vom Nachbarn, weil wir Mais anbauen, den Mais verkaufe ich an Nachbarn und auch GPS. Als Gärsubstrat, abgepresste Gärsubstrat und Laubholzhackschnitzel. Das wird auf einer Vormischung wird das gemischt, auf dem Streuer aufgeladen und dann abgestreut. Warum wird das abgestreut? Dass Luft in den Haufen mit drin ist, dass sie praktisch der Prozess in Gang kommt. Dann tun wir den zu einer Miri formen. Also der wird jetzt praktisch bloß außen praktisch so, wie er abgestreut wird. Das ist jetzt mit dem Streuer gestreut. Normal 2 Streuer nebeneinander. Dann auf 2,50 Meter Höhe ungefähr nur angedrückt an der Seite. Es darf auf keinen Fall abgedeckt werden, weil die Photosynthesebakterien, das sind absolut wichtig, dass das Ding funktioniert. Dann wird sofort nach dem Ansetzen wird ein Temperaturmessgerät eingesetzt. Dann sehe ich, wenn der innerhalb 24 Stunden über 30 Grad hochgeht oder Richtung 40 Grad hochgeht, dann ist der Prozess in Gang und das funktioniert. Da sieht man auch schön das Material, also richtig holziges Material. Man kann da, ja, sagen wir mal, Äste bis zu einem Armstark rein, da, die werden dann jetzt. Du kannst da mit der Hand brechen, weil das Lignin rauskommt aus der Äste. Ich habe da so ein kleines Ding dabei. Wenn jetzt einer mal das schauen will, weil das ist, schmeckt ganz neutral und das Holz, was drin ist, das kannst du direkt abbrechen. Da kann jeder da mal herkommen oder was, kannst du mal anschauen. Dann, also der Temperatur, die war praktisch dann in dem Stock drin ist, der hält sich über Wochen. Also, wenn jetzt der 42 Grad anfängt und dann ist es wichtig, dass er den 42 Grad immer halt, das ist jetzt wurscht, normal geht er nicht über 55 Grad drüber, weil wenn er über 55 Grad drüber geht, dann ist schon irgendwas falsch gemacht worden. Entweder zu viel Luft drin, irgendwas stimmt dann nicht. Nach einer Reifezeit von circa 8 Wochen, je nach Material, ist der MC-Kompost fertig. Also mikrobielle Karbonisierung heißt das. Das habe ich jetzt nicht ausgeschrieben, weil mir die Folie so kurz ist. Oder mal es klein schreiben muss. Und dann teste ich auch das. Da habe ich ein CO2-Messgerät.
das stecke ich praktisch in den Hafen rein. Der dampft nicht. Wenn er dampfen würde, dann würde CO2 verloren gehen. Und da halte ich das praktisch in den Hafen ein, mache ein Loch rein, stecke ihn rein. Dann immer über 10.000 Einheiten an, also ppm an CO2 drin, oder weit über 10.000. Das ist eigentlich das, was für mich ganz wichtig ist, dass das nicht das CO2 nicht, also man schmeckt nichts, also das ist komplett geruchsneutral, der Hafen, da schmeckst du nichts, wenn der Hafen gemacht wird, nicht wenn jetzt ein normaler Kompostierer vorbeigeht, dann schmeckst du verwaltend, dass er kompostiert, aber das Material, das schmeckt da so ganz neutral. Also das ist jetzt eine Folie von den Herrn Walter Witte, weil da werden ja Huminstoffe gebildet in den Hafen drin und die sind nur schwer zu trennen. Und er sagt immer, wenn ausreichend Huminstoffe im Boden sind, dann hast du keinen Verlust an Stickstoff. Also die reduktive Wirkung des Humuses verhindert die Auswaschung von Nitraten. Also das Wissen von dem Kompost, das ist alles vom Herrn Witte, ich mache auch von mir da Vorträge und wird was dran sein. Dann Kompost streuen, die Menge, also der MC-Kompost steht den Bodenbakterien sofort zur Verfügung. Das sieht man ganz deutlich, den Kompost, wenn du es ausbringst, einarbeitest, kannst warten drauf, weil dann die Würmer nach oben kommen, denn es ist gigantisch, weil das Bodenleben sich da... Gut, wir dann jetzt ein wenig andere, also die Technik haben wir praktisch von unserem Lohnunternehmen, weil ich habe ein Lohnunternehmen dabei, also vom Bodendruck schaue jetzt mir da nicht so drauf, das sage ich aber eigentlich auch aus dem Prinzip, weil für uns ist es so, da wenn man mit dem Schlepper gefahren ist, da geht die Bodensonde am leichtesten im Boden rein. Also wird da irgendein anderer Prozess im Boden stattfinden, das ist nicht immer gesagt, dass das jetzt der reine Bodendruck ist, wenn man macht, denn ich glaube, dass der Zustand vom Boden dann mehr aussagt. Was wir aber wirklich beachten drauf, weil auch der Vorredner schon gesagt hat, ja, nicht nass befahren, also immer schauen, dass er extrem abtrocknet ist, lieber ziehen wir die Saat nach hinten, also keine nassen Bearbeitung vom Boden. Also da werden jetzt im ersten Jahr werden 20 Tonnen ausgestreut, jedes weitere Jahr 10 Tonnen. Und in dem System ist halt der Vorteil, ich habe nicht viel Ausbringungsmenge, also aber die Wirkung ist eigentlich gut und dadurch beeinflusst ja den Boden vom Kali, Phosphor und Ding nicht so stark. Dann kommt jetzt die Bodenbearbeitung, das ist eigentlich mein größter Steckenpferd, weil ich habe, und zwar, ich habe jetzt extra als Ding Hackfräsen hingestimmt, weil jeder, wenn Fräsen schreibst, den Schmarrn haben wir schon immer gemacht. Das ist ein bisschen eine andere Sache da. Dann Gruppen, Walzen und dann die Getreidesaat. Also wir haben an der Fräse vorne Tasträder dran, die exakt die Tiefenführung haben. Und da lege ich auch ganz, ganz großen Wert auf 3, maximal 4 cm. Ja, nicht tiefer. Die Grasnarbe soll auf 3 cm abgeschnitten werden. Das, was abgeschnitten ist, das kümmert bloß dahin. Das hat keine Wurzeln, das wächst nicht mehr. Aber abgeschnitten, nicht abgeschlagen oder irgendwie rausgerissen, sauber abgeschnitten. Dann die Fräsmesser haben wir einen Freiwinkel. Also das Messer, wenn im Boden eintaucht, taucht nur mit der Spitze ein. Bei einer normalen Fräse ist der Rücken, der verschmiert das. Durch das, dass sie den Freiwinkel haben, werden auch die Kapillaren nicht unterbrochen. Jetzt muss ich aber das auf dem Bild ein bisschen besser erklären, weil ich halt normal ein Video dabei, aber bin da ein wenig ein Amateur wahrscheinlich, habe nicht alles dabei gehabt, jetzt läuft es nicht. Und zwar... Der Deckel ist beim Fräsen offen. Und zwar hat das den Grund, ich will das Material überhaupt nicht vermischt haben. Also, wenn ich fräsen, wenn ich fahre, dann fliegt das Feinmaterial ganz unten am Boden hin,
verschließt man den Boden, dass die Kapellan bis zu dem Ding anstehen, bis zu dem Feinmaterial anstehen. Und das Grobmaterial fliegt weiter, das fliegt 3 Meter hinten raus, oben drüber und liegt frei am Boden oben dort. Und das hat den Vorteil, dass das unbändig schnell abtrocknet. Und vor allem mit der Fräse den Vorteil, dass das exakt sauber abgelegt ist. Also dass da nicht jetzt so Haufen beieinander sind oder was. Und dadurch habe ich eigentlich einen exakten Ding, dass das abstirbt. Das wäre jetzt das Video gewesen. Und dann sieht man jetzt das Graspuschel. Das ist jetzt eine ziemlich grasbetonte Fläche gewesen. Da liegen alle oben da, da siehst du kein Feinmaterial. Und dadurch habe ich halt die Gewährleistung, dass man das nicht anwächst. Ihr müsst es sehen, das was ich jetzt da euch vorgetragen habe, das ist ein richtiges Gesamtsystem. Da wenn jetzt einer meint, der dort jetzt einen Haken rauspicken, dann funktioniert das System nicht. Also das ist lange durchdacht, lange erprobt und lange Versuche gemacht, bis wir eigentlich auch auf dem Schluss dann gekommen sind. Und das ist eigentlich eines von den wichtigsten Sachen, die man machen kann, was man auch falsch machen kann. Wenn man das vergräbt oder von untereinander mischt mit viel Feinboden, dann stirbt das nicht ab, dann habe ich das Ding drin, dann geht das im fluglosen System, macht man das ein Riesenproblem. So schaut es jetzt dann aus, nach 5 Tagen. Also ich habe eine ganz kurze Absterbezeit, dass das so schnell, weil mir geht ja irgendwann im Sommer oder im Frühjahr geht mir ja die Zeit aus. Und da schaue ich einfach, dass das Ding ist. Das sind ganz einzelne, ganz leichte, auch wenn auch mal Fahrspuren drin sind, ja nicht tiefer fräsen, die sterben dann ab, wenn man das Gruppen anfängt. Also das ist jetzt praktisch auf maximal 15 cm gruppen wir praktisch dann das im Boden ein, so dass Hohlräume im Boden drin sind und dass Luft für Sauerstoff im Boden reinkommt. Also das Nachlaufgerät, weil da hinten dran ist, weil hat der Ding gesagt, mal, das ist ein Eierschneider, das ist jetzt nicht das richtige Nachlaufgerät, das zeige ich jetzt etwas anderes. So schaut es dann die Fläche in Nahaufnahme beim Gegrupperten aus. Da haben 80% von dem Gras oder beziehungsweise Zwischenfrucht, das ist wurscht, was für Material ist, oder Untersaat, das sind im Boden eingearbeitet, das sind praktisch im Boden drin. In der Schicht zwischen 3 und 12 cm. Eigentlich wird dann das simuliert, was ein Wurm macht. Der zieht das ja auch im Boden ein und dann kommt der nächste Vorgang, dann verschließt er das. Und wir verschließen das dann auch, dass das dann durch die Bakterien zersetzt wird. Das wäre eigentlich das bessere Nachlaufgerät. Gibt's dann, ich habe jetzt einmal den daher da. Gibt es dann jedes Ding. Und zwar hat es den Vorteil, wenn ich Gruppen da, dann habe ich mehr Feinbodenverwirbelung. Und durch diese Feinbodenverwirbelung oben verschließt man der Feinboden, den habe ich den Bodenschluss oben. Und dadurch kann man das Walzen dann auch ersparen. Aber das soll nur die Oberfläche, also nicht nach unten verdichten. Also jedes Nachlaufgerät, das nach unten drückt und unten aus dem Boden die Luft rauszieht, funktioniert in dem System überhaupt nicht. Da sieht man jetzt die Verwirbelung ein bisschen, wenn der eine gewisse Geschwindigkeit fährt. Das haben wir auch schon getestet, also mit einer Cambridge-Walze da nachlaufen lassen. Da ist das Problem, wir haben unterschiedliche Fahrgeschwindigkeiten. In Gruppe fahre ich 12 km/h, mit der Walze soll ich 6 km/h fahren. Und dann habe ich einen feuchten Boden, dass der gleich wieder gibt. Das ist ein bisschen ein Problem. Also so soll es ausschauen eigentlich. Einer eine Gruppe und der nächste Walz. Also das ist jetzt nicht, dass man da, der Walze hat auf 8 Meter, hat der 8,5 Tonnen, also das spielt keine Rolle. Man kann das mit der Geschwindigkeit ein bisschen regulieren, den Bodendruck. Wenn es trockener ist, fahre ich langsamer, wenn es nasser ist, fahre ich ein wenig schneller. Da sieht man so mal nochmal eine Nahaufnahme, vorne hat er so Patschen dann, dass der Boden richtig eben wird und praktisch dann das Rohmaterial im Boden reinkommt. Also durch die reduktiven Bedingungen
Im Boden entstehen Aminosäuren. Jetzt kommen davor schon nur ein paar Schritte, aber das kann ich, da müssen Sie sich an Herrn Witte wenden. Ich bin kein Chemiker nicht. Also das sind auf jeden Fall, werden am letzten Schluss werden Aminosäuren und da können Sie die Nährstoffe ranbinden. Und den Vorteil hat das nur, wenn das unter 7,8 Grad hat, dann werden die, gehen die in kristalline Form und wenn es über 7,8 Grad hat, werden die wieder flüssig geworden. Deshalb sollte man am Boden eigentlich im Frühjahr nicht eher anlangen, weil man einfach die Nährstoffe nicht nutzen kann, weil die nur eigentlich im Winterschlaf sind. Und wenn da einer sieht im Frühjahr, der kann es nicht erwarten und wenn raus, da ist eigentlich die Unkrautproblematik schon vorprogrammiert, weil der Boden wird aus dem Gleichgewicht gebracht. Das haben wir auch schon mal versucht, mir einen kalten Boden zu fräsen. Wir haben das ganze Jahr nicht mehr herwarten über das Unkraut. Und in dem gewalzten Zustand soll der zwischen 2 und 3 Wochen im Jahr verweilen. Und deshalb sage ich, der Boden darf nicht das ganze Jahr begrünzen. Es muss einmal die Energie in den Boden da reinbringen über die Sonne. Ich bringe den Stickstoff über die Luft in den Boden rein und dann hat der Boden einen ganz anderen Garezustand. Wenn ich nach dem gewalzten, da kann ich hinlangen, da kann ich mit der Hand den Boden rausgraben, so locker wird der. Es ist nicht zum Glauben, aber es ist ja so. Ich habe auch ein paar Bodendinger mitgebracht, können Sie es euch mal anschauen, aber das ist eigentlich das, was mich so verblüfft. Man macht den Boden fest, aber der Boden ist locker. Du kannst drüber fahren, wenn du mit dem Schlepper drüber fährst, siehst du genau, wie der hinten wieder nach oben geht. Es wird auch das Wasser, was drin ist, das wird auch zum Wasserstoff durch die Photosynthesebakterien umgewandelt und dadurch habe ich einen besseren Wasserspeicher. Das Bild haben wir absichtlich ein wenig verschwommen gemacht, weil das habe ich kein Bild davor gehabt und dann haben wir mal das simuliert und da war der Boden nicht gewalzt. Also wir sehen dann in den gewalzten Boden, also die entweder kommt nach der ersten Walzung, wenn das Getreide weg ist, die Doppelbearbeitung und dann kurz vor der Saat, da wir erst die Gülle einbringen. Wir bringen auf keinen Fall eine Gülle rein auf Stroh. Also es ist der größte Fehler, was man machen kann, wenn man Stroh hat und bringt man dann die Gülle drauf. Das, wenn in dem Zustand, wenn wir gerade gewesen sind, da wenn ich jetzt nach 14 Tagen reingrabe, da ist das Stroh alles schwarz, alles zersetzt und du siehst nach 4, 5 Wochen, siehst du überhaupt kein Stroh mehr drin. Und wenn du Gülle drauf bringst, ich habe das bei einem Betrieb, war jetzt so gut, der hat es zweigleisig gemacht, hat den Versuch gestartet, da ist das Stroh komplett verpilzt, es ist lauter Schimmelpilze da und ist nicht zersetzt und hat eine Gülle hingefahren plus Stickstoff und das andere hat er bloß mit Stickstoff gemacht und ist der Bestand vom Raps viel schöner gewesen, als wenn da war die Gülle hingefahren hat. Also ich schaue da penibel drauf, immer schauen, dass die Gülle in einen wachsenden Bestand, in einen grünen Bestand reinkommt, dass es nicht am Boden aus. Und wenn ich es am Boden rausbringe, muss erst den Zustand gehabt haben und wenn das ab dann bringe ich die Gülle ein und immer die Gülle ausbringen, reinstriegeln, weil im Getreide machen wir es im Frühjahr so, striegeln die Gülle rein und sofort anwalzen, dass der Stickstoff nicht verloren geht. Also wir haben unsere Sämaschine auch umgebaut, also die Andruckrollen, das sollen für uns keine Andruckrollen sein, das sollen praktisch bloß Tiefenführungsrollen sein, deshalb haben wir die 10 cm breit gemacht, dass beim Saatkorn der Sauerstoff drin bleibt, dass das Saatkorn keimt und die Nährstoffe der Keimling vom Saatkorn übernimmt. Wichtig, ich setze keine Kreislecke ein, ich tue auch bei der Brontomaschine, haben wir dabei, das umzubauen, die Scheibenecke rauszumachen, weil der Wirbel ist zu stark nach oben und das schneidet nicht ab. Ich mache da ein Gerät rein mit Gänsefußschal, dass das die Wurzelunkräuter vor der Saat auf 3 cm abschneidet und dann habe ich wesentlich weniger Unkraut. Dann die Nachlaufzinken sollen den Boden wieder verschließen. Der Boden muss so sauber dort sein wie ein Tisch, weil dann habe ich weniger Oberfläche für das Unkraut.
Und das macht auch wieder Feinboden, dass der oben zu ist. So schaut jetzt die dritte Kali nach 2 Wochen nach der Saat aus. Das ist eigentlich das. Das ist die Fläche, da wo der Boden da liegt, aber das dritte Kali dort ist. Dann dem mir normal Blindstriegeln, hat aber heuer nicht geklappt, weil das nach 4 Tagen, ob ich reinschaut, ist der Keimling schon 1 Zentimeter lang gewesen, weil das in einem warmen Boden eigentlich seit man ist. Das ist ruckzuck aufgegangen. Da haben wir jetzt das gestriegelt. Ich tue zwar konventionell wirtschaften, aber ohne Fungizid, ohne Halmverkürzung. Und Maisanbau haben wir ohne Spritzen, ohne Unkrautspritzen. Und jetzt ab im Herbst mache ich auch das ganze Getreide ohne Spritzen, ohne Unkrautspritzen. Der Handicap ist halt von mir, weil ich einfach Milchkühe habe in Anbindestall. Weiß ich nicht, wie ich das machen soll. So schaut dann das Gestriegelte aus. Ja, der Biobauer, der bei mir den Striegel gehabt hat, er sagt, er hat niemals so eine Fläche striegeln mit so wenig Unkraut. Weiß ich nicht, warum da so wenig Unkraut jetzt drin gewesen ist. Wir haben es halt jetzt trotzdem gestriegelt. Wir haben das gestriegelt 2 Tage gehen lassen. Und dann haben wir das wieder angewalzt, dass der Sauerstoff durch die Striegeln reinkommen ist, die Fäden oder das Unkraut ist rausgezogen worden, beziehungsweise die Fäden, und dann wird das wieder festgewalzt. Einmal, dass der Stickstoff im Boden nicht verloren geht, dass kein Nitratstickstoff verloren geht, und zweite, dass kein Sauerstoff drin ist, weil Sauerstoff in dem Boden drin ist, das reizt ja das Unkraut wieder zum Keimen. Dadurch ist auch der Unkrautdruck wesentlich niedriger. Dann haben wir noch Getreideuntersaaten, Maisuntersaaten und Gehgrasansaaten. Also so zum Beispiel der Wickrockengemenge heuer im Frühjahr ausschaut, ohne mineralische Düngung, ohne Chemie. Dann, das ist jetzt ein Weizen gewesen, mit 30 Kilo mineralisch gedüngt und 15 Kubikmeter Gülle. 70 Doppelzenten Ertrag, ohne Fungizid, ohne Halmverkürzung. Nicht, weil ich nicht gewollt habe, aber es ist auch keine Pilze und so Sachen dran gewesen. Das ist dann die Untersaat, die drin gewesen ist. Die Untersaat haben wir dann wieder gefräst. Das sieht man jetzt das. Ich lasse jetzt das Untersaat nicht hoch werden. Ich schaue schon, dass ich das so schnell wie möglich wieder überbringe, weil mir zählt nicht das, was oben ist im Boden, sondern mir zählt das, was an Wurzeln unten im Boden drinnen ist. Das ist mir eigentlich wichtiger. Weil dann habe ich auch das CN-Verhältnis näher beieinander und dadurch komme ich nicht zu weit auseinander, wenn ich zu viel organische Masse dann im Boden reinbringe. Dann die Getreideuntersaat, das ist jetzt gefräst worden, der Untersaat, und dann gegruppert. So schaut es dann, gegruppert aus. Dann wieder gewalzt. Da machen wir im Mais Gras untersalten. Wir machen es mit einem Rheumatikstreuer. Oh, der Mais schaut eigentlich schon fast ein bisschen zu hoch. Aber so schaut dann die Maisuntersaat aus nach dem Maishäckseln. Haben wir aber bei den Biomais auch 500 Doppelzenten Frischmasse knapp gehabt und bei 32,5% TS mit 25 Kubikmeter Gülle und 20 Kilo N mineralisch. Genau, was ist das Zentrum von der Redezeit? Der hat einen Allhart. So ist jetzt die Maisuntersaat, der ist gemulcht, dass die Stängel, dass wir mit dem Zünsler kein Problem haben. Dann baue ich Gehgrasmischungen an, da streue ich nur Elementarschwefel und mit Bohr drauf. Und da nehme ich immer Flächen her, die zum Beispiel Phosphor- und Kaliüberschuss haben. Das Gehgras, das dünge ich dann nicht und dann zieht es mir das raus und da ist ja der Geh, da setze ich einen Gehbestand. Der in der Vase da drinnen, der ist eigentlich die Fläche. Das ist ein Neuansaat, angesät worden am 4. August, nach dem Prinzip zuerst vorgewalzt, weil ich gesagt habe, und dann haben wir das Gehgras drauf gehabt. Also eine Bestandesdichte, das ist gigantisch. Also jedes Korn mal drauf gehen. Also ich kann mir das nicht anders erklären.
Also ich kauf in meinem Betrieb, wir haben 1,5 GV, ich kaufe in meinem Betrieb kein Phosphor, kein Kali zu. Wir haben im Schnitt haben wir vielleicht 5 Tonnen an Zukauf an Stickstoff in Ammoniumform. Das ist alles, was wir zukaufen denn in unserem Betrieb. Da ist jetzt eine Spadenprobe vom Gegras. Also das ist einfach die Bodenstruktur, das ist ja das, was das Gegras kann eigentlich. Dann haben wir nur die Zwischenfrucht, da lege ich sehr großen Wert drauf, aber da gehe ich jetzt bloß ganz kurz ein, weil da kommt da mein Nachredner, der kennt ja das System. Das ist jetzt der vielfältigste der Zwischenfrucht, am besten 20 verschiedene Arten drin. Und ganz wichtig ist das, es muss im Winter grün über den Winter gehen. Ich sehe da Gras mit ein, es ist Geh drin, es sind Kanakee drin. Jetzt muss der Bestand muss im Winter grün sein, dass ich im Frühjahr dann den grünen Bestand fräsen kann. Und ich sehe das, der Boden, der bleibt viel aktiver, der Wurm arbeitet viel besser im Frühjahr. Sieht man von dem abgestorbenen Material, das war abfriert, fast nichts mehr, weil das der Wurm schon reingezogen hat. Und ich vermute, dass das, dass auch die Bodentemperatur wesentlich höher bleibt und dadurch der Wurm viel länger arbeitet und dadurch mehr Organik umgesetzt wird. Das ist auch die Fläche, da haben wir einen Wasserversickerungstest gemacht. Also da sieht man jetzt zum Beispiel das in Kanakee drin, dann ist da ich noch ein Rocken ist mit drin, wegen der Mikrohitze, dann ist ein Weidelgras mit drin, also alles Mögliche, was ich gerade finde. Wenn der Zwitzler sagt, ist, wird halt auch noch mit reingeschmissen und mit ausgebracht. Also alle möglichen Dinge. Und es ist wichtig, dass das immer grün ist. Ich sage keine Zwischenfrucht, die abfrierend ist. Ich sage, der kann nichts. Da sieht man jetzt die Bodenstruktur. Dann mache ich die Bodenschulungen. Der war jetzt, das nicht klappt, ist gerne eingeladen, wenn er sich anmeldet von mir am Hof. Das kann jeder anschauen. Ich habe da überhaupt kein Problem, ich zeige Ihnen jede Fläche. Man sieht ja auch Flächen, die ich neu dazu gebracht habe, dass sie anders sind, als weil ich immer bewirtschaften darf. Also das ist keine Aktion, in einem Jahr ist das nicht so weit. Also das kann ich jedem versprechen. Da haben wir schon ein paar Stunden und ein paar Wochen und Jahre daran arbeiten, dass man auf das Niveau dann kommt. Da haben wir eine Schulung mit dem Walter Witte. Da haben wir CO2 gemessen im Boden drin, also wenn man den Boden aufbricht, weil das CO2 verschwindet, weil ich sage jetzt, meine Theorie ist es, dass für uns der CO2, weil im Boden drin ist, nur wichtig ist, weil jeder Stickstoff, weil das einfach den Wachstum fördert, also da sind 10.000 CO2-Einheiten im Boden drin gewesen. Aber das ist auch gut, das Gerät kostet ein bisschen Geld, aber das ist sehr aufschlussreich. Wenn man jetzt zum Beispiel den Boden fräst, dann hast du null CO2-Verlust. Wenn man den Boden pflügt und holzt ihn in die Furchen rein, dann hast du vielleicht nur 1000 oder 1600 oder 1800, maximal 2000 ppm CO2 drin. Und wenn du aufs Vorgewende dann hinfährst, weil der Schlepper mit dem Reifen drauf fährt und holst es da rein und ruckzuck 5000, also das geht alles in die Luft. Das brauche ich eigentlich wieder für den Pflanzenwachstum. Das ist also eigentlich meine Theorie und das kann man eigentlich nur durch das erklären. Dann das Seminar in gewisser Folgentreu, da haben wir praktisch auch Zwischenfrucht, die Basis für eine gute Bodenstruktur und Humusaufbau. Und dann die Ursachen fürs Gelingen und Nicht-Gelingen, das sind schon vielfältig, weil da gibt es Leute, die sagen, ja, nach meiner Getreidesaat ist das nicht aufgegangen, hat das Getreide überholt, aber da wird er vielleicht selber drauf eingehen. Also gehe ich noch, mach das noch, was sich nach meiner Umstellung verändert hat. Das ist jetzt, wenn es die eher vorherige Bodenprobe, das ist jetzt die Bodenprobe, da habe ich auch das ist auch die Bodenprobe von den Triticale da, man sieht es eigentlich, es ist alles im Lot. Also das Calcium-Magnesium-Verhältnis 67,71 zu 11,75 fast genau. Also das ist, das Phosphat ist halt zu hoch noch und das Kali, aber die ganzen Spurenelemente vom Bohr, sollte mal einer selber sein Bohr untersuchen lassen, weil ich sage,
Labor ist für mich eines der wichtigsten Elemente. Wenn ich zum Beispiel ein Gras habe, da weil ich keinen Zucker drin habe, hängt viel auch mit dem Bohr zusammen. Es sind schon verschiedene Sachen nur dabei, weil da Probleme immer. Und das sagt mir eigentlich auch die Qualität aus, wenn jetzt ich mein Heu mache da, ich weiß ja, was drinnen ist, wenn ich da 6,8 Megajoule in mein Heu drinnen habe und 19% Eiweiß drin habe und 17,8% nutzbares Protein drin habe, da brauche ich kein Eiweiß nicht kaufen. Das habe ich auf meinem Feld gelassen. Das habe ich schonend nach Hause gebracht, schonend getrocknet und dann wieder meinen Kühen verfüttert. Also, was ich feststelle, eine bessere Pflanzengesundheit, die Stammfestigkeit im Getreide, das ist eigentlich die Ursache mit dem, was wir mit den Weizen machen. Wir tun auch im Frühjahr unser Getreide, wenn der Frost gewesen ist, kurz vor Ende der Bestockung, wird das bei uns immer andrückt und da tun wir praktisch unsere Kühle davor platzieren. Dann weniger Unkrautdruck, eigentlich müsste ich schreiben, deutlich weniger Unkrautdruck, mehr Inhaltsstoffe im Futter und eine bessere Stickstoffeffizienz. Das habe ich jetzt einmal aus dem Kinsey-Buch raus, der schreibt ja selber das schon. Wenn ich jetzt 12% Magnesium habe und der andere Betrieb hat 20% Magnesium, weil für das er mehr an Stickstoff braucht. Wenn der jetzt zum Beispiel einen Mais anbaut, ich habe das einmal ausgerechnet, 100% Maisertrag im Körnermaisbereich, wo der, der 20% Magnesium hat, 100 Kilo N mehr Dünger, das einen gleichen Effekt hat. Und das vermute ich auch, dass das mit solchen Sachen, mit Überschüssen eigentlich zusammenhängt, weil viele sagen denn, ja, wenn ich keinen Stickstoff hätte, dann wächst nichts. Also das ist, ich sage, das ist eine ganz klare Aussage schon vom Kinsey, dass Überschüsse auch den Stickstoffhaushalt stark beeinflussen. Dann haben wir, das hat mir ein Kunde zur Verfügung gestellt, der ist auch im Raum da drin. Sage ich auch danke, weil ich, von dem lebt man, weil man selber immer was fotografieren und sagt, die haben es nachgestellt, weil das habe ich ja schon jetzt öfters am Leibe verspüren wollen, dass man da irgendwelche simulieren oder sowas. Das ist jetzt mit der wintergrünen Zwischenfrucht im Frühjahr gefräst, da Mais eingebaut. Also keine Abschwemmung nach dem Starkregen, hohes Wasseraufnahmevermögen, das ist die Nachbarfläche. Nochmal zurück, wenn Sie so einen nicht merken können. Dann haben wir, da haben wir ja wenn wir praktisch das Wasseraufnahmevermögen vom Boden testen kann, und zwar mit einem Rohr praktisch, auf einem Quadratmeter praktisch 100 Liter Wasser im Boden eingegossen. Da haben wir 100 Liter Wasser am Quadratmeter, da haben in einer Minute oder unter einer Minute weg gewesen. Der Christoph hat gesagt, der Christoph Folgentreu hat gesagt, das war keine Minute nicht einmal, weil wie er gesagt hat, da mal den Ding anzeigen, die Uhr nehmen, da war ich schon weg gewesen. Und das ist jetzt eine Bodenansprache von der Frau Dr. Dreimann, von dem Boden, der Boden ist auch da, da ist auch die Ansprache dort, von dem, was ich jetzt eigentlich die Bilder immer gezeigt habe. Also ich bin da eigentlich stolz drauf, wenn sie sagt, sie hat in ihrem Leben drei so Böden gehabt, weil sie in denen so bewerten hat können. Das ist eigentlich das, da denken wir immer, ich bin doch am richtigen Weg. Und wenn einer das mir nur was aufzeigt, dass ich das besser machen kann, dass das zwei auch noch im doppelten Ding drin ist, das nehme ich auch gerne entgegen. Ich bin immer bereit, wenn mir einer was sagt, dass ich nur verbessern kann, dann mache ich ja das, nehme ich auch gerne an. Das waren eigentlich meine Ausführungen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Josef Hägler, für den dynamischen und eindrücklichen Vortrag. Also ich persönlich habe jetzt sofort Lust gekriegt, das umzusetzen. Ist natürlich nicht so einfach, aber auf den Weg machen kann man sich sicher. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen überzogen, aber
Wir würden gerne natürlich drei Fragen zulassen. Bei den Fragen einfach kurz fassen. Keine großen Statements, einfach kurze Frage. Danke. Das war eine Humus plus Früh und ein Klee mit eingemischt. Also das war eine Humus plus Früh, soll man sagen. Und der Klee ist im Herbst nicht aufgegangen worden, vom vorigen Jahr vom Klee. Also wenn man in der Zwischenfrucht drin hat, und da ist ein Klee mit aufgegangen, weil das ein Grüningfleckig ist. Ein Humus plus Früh ist es gewesen. Mein Name ist Flügler Anton. Ich möchte wissen, wann ist der günstigste Zeitpunkt zum Ausbringen von den MT-Kompost? Ist der im Sommer oder im Bestand? Nein. Der günstigste Ausbringungszeitpunkt ist, wenn es im Boden einarbeiten kann und festwalzen kann. Also immer da nach der Getreide stoppeln und dann einarbeiten. Oder im Frühjahr das Zwischenfrucht fräsen, liegen lassen, den MC-Kompost mit drauf und dann im Boden mit einarbeiten und dann wieder anwalzen. Das Wichtigste ist anwalzen. Also wenn wir angefangen haben, wir haben auch erst im Herbst angefangen, wir haben es auf die Getreide oben drauf gestreut und dann anwalzen. Das Wichtigste ist anwalzen. Wann kann er die Nährstoffe ziehen? Das war ein gutes Schlusswort. Ja, bitte. Entschuldigung. Bitte machen Sie jedes Jahr eine Bodenbestimmung dann. Bitte? Machen Sie jedes Jahr eine Bodenbestimmung von Ihrem Boden, also Nein. eine Bodenuntersuchung. Nein, also ich habe angefangen auf meiner Fläche mit 4 Bodenproben nach Kinsey. Ich habe 4 Proben, ich habe den besten Acker genommen, den schlechtesten Acker genommen, die beste Wiese genommen, den schlechtesten Wiese. Und dann kommen immer wieder die gleichen Mangeldinge auch am Guten wieder vor. Dann habe ich die nächsten Proben wieder, also andere Flächen dann wieder ein anderes Jahr gezogen. Und dann habe ich einmal nach 2 Jahren wieder eine Kontrollprobe von denen, die ich 2 Jahre davor gemacht habe, wieder eine Kontrollprobe geschaut und habe geschaut, wie sich das verändert. Also ich auf keinen Fall die ganzen Flächen mit den Proben ziehen. Es gelangen normal 4 Proben aus, dann findet man den Fehler, was man bei der Düngung am Hof macht, findet man raus. Man muss oft bloß die Gülle zum Beispiel mehr aufs Grün anfahren, weil da mehr Kalimangel ist oder Ding. Also da braucht man mit 4 Proben, kann ich das eigentlich sagen, was kurzfristig abgeht. Weil die normalen Bodenproben, die ich jetzt nach Standardbodenproben mache, die nehmen wir als Hilfe für das, dass ich die Bewertung dann von den Flächen dann ein bisschen überlege, wo Mangel ist und wo Überschuss ist. Aber der Zeitabstand ist dann 2 Jahre, oder? Nee, teilweise 4 Jahre oder was. Ich tue dann bei den 4 Flächen, weil ich als erstes probt habe, nur eine Fläche rausziehen nach 2 Jahren und schaue, in was für eine Richtung. Dass wenn ich zum Beispiel bloß 10 ppm Schwefel drin habe, dann schaue ich nach 4 Jahren oder was, weil sich das verändert hat. Ich mache aber dazwischen drin immer mal eine Grünpflanzenanalyse, dass ich sehe, wie ich die Nährstoffe in die Pflanzen reinbringe. Die kurze Probenproben, weil jetzt ich Ihnen da gezeigt habe, die habe ich eigentlich nur gemacht für mich als Versuch, weil warum dass das Fleck jetzt, weil die habe ich so und so bearbeitet, warum dass das dann nicht so gewachsen ist, wenn man das vorgestellt hat. Ja, vielen Dank.